Auf drei, ne? Auf drei, ne? Unser letzter Gast hat mehr gemacht als wir alle zusammen. Er hat aber auch schon in den 80ern damit angefangen. Man kennt ihn von Fernsehen und von Theaterstück. Wir sind verzückt, jetzt kommt zum Glück Ingolf Lück! Narin! Narin! Hey! Toll! Klasse! Ich meine, vielen Dank, das ist wunderbar! Ich freue mich jetzt zusammen, weil das ist hier so richtig so ein bisschen so, hier, man spürt hier, hier findet was statt, hier ist was Neues, das ist toll. Ja, das ist wirklich klasse. Und die beiden so sportlich, also das ist, ja, oder? Ich meine, ich muss sagen, ich hasse Sport, ehrlich. Also, um ehrlich zu sein, mir reicht es an sportlicher Betätigung, wenn ich mir einmal in der Woche eine Banane schäle. Ja, das ist mir schon. Ja. Nee, ich war ein dickes Kind, ehrlich. Ja? Oh, ja, natürlich. Ich war ein dickes. Warum lacht er nicht? Egal. Also, ich meine, nein, das ist auch traurig. Ich war wirklich ein dickes Kind. Und also, ich kam aus Bielefeld. Ja? Ich hieß Ingolf und war ein dickes Kind. Also, ich meine, müsst ihr euch vorstellen, in den 60ern, ja, in Bielefeld, Ingolf, das war kein Name, das war eine Diagnose. Und ja, gut, ich hieß Ingolf, war ein dickes Kind. Ja. Aber stellt euch vor, ich hätte auch noch eine lange Nase gehabt. Das wäre echt schön. Also ich wirklich, und ich hab, mit 20 habe ich dann so eine Zeit lang das Joggen für mich entdeckt. Ja. Heute sagt man nicht mehr Joggen. Ja. Heute sagt man ja, man geht laufen. Hm? Oder du machst Running und schleppst dabei am Handgelenk mehr Technik mit dir rum als ein amerikanischer Spionagesatellit. Ja. Vor 20 Jahren, da gab es noch keine GPS-Laufcomputer. Nein, ich hatte beim Joggen nicht mal eine Uhr dabei. Warum auch? Ich war so langsam, ich habe mich an der Vegetation orientiert. Ja, du gehst an einem Frühabend im März, gehst du auf deine 5-Kilometer-Runde und wenn du wiederkommst, blüht der Hibiskus. Und du sagst, hey, es ist April, geil, ja? Gut, jetzt wusste ich ja, heute Abend geht's um Sport in der Sendung hier. Ne? Und deswegen wollte ich jetzt wieder mit dem Joggen wieder anfangen und hab gedacht, na gut, okay, komm, kaufst du dir einfach ein paar Schuhe, ja, ein T-Shirt, was dazu passt und los geht's. Aber nein, das ist heute nicht mehr so wie früher, ja, wo es bei Karstadt in der Ecke irgendwo so eine Abteilung fürs Laufen gab. Nein, heute gibt's allein für die Schuhe schon drei verschiedene Läden. Ja, kommt drauf an, ob du auf Asphalt läufst, am Berg oder auf Wiese. Ja, also ich bin in den ersten Laden rein, gestern rein, und habe mir ein paar Schuhe genommen. Ja, die sahen gut aus und die passten. Und ich bin gerade mal bis zur Kasse gekommen. Ja, da sagt der Kassierer, da sagt der Running Sales Manager zu mir, sorry Opa, aber das ist ein Damenracer. Und ich glaubst du, dass der Schuh den Unterschied merkt, du Hosenscheißer? Ja. 1-0 für mich. Aber den Schuh hat er mir trotzdem nicht verkauft. Ich musste erst wieder zurück in eine andere Abteilung, in die Abteilung für Outdoor und Non-Track Running. Und da steht dann so ein anderer Adidas Ayatollah, guckt mich an und sagt, oh, Sie haben aber eine ganz schöne Überpronation. Ja? Ich habe genauso reagiert wie ihr. Ich dachte, ja, bitteschön, Überpronation, nicht schlecht. Ja? Seit 30 Jahren im Rheinland, man hört immer noch den Westfalen raus. Ja? Aber es geht gar nicht um meinen Dialekt. Aber ich kippe wohl im Mittelfuß ein bisschen nach innen. Ja? Ich wusste auch erst überhaupt nicht, was das bedeutet. Mittlerweile weiß ich es. Es bedeutet exakt 49 Euro mehr. Ja? Die sind super ausgebildet, diese Läden, super. Das Ende vom Lied war, dass ich mit mehr Ausrüstung aus dem Laden raus bin, als eine Seilschaft mit auf den Nanga Parbat nimmt. Inklusive eines digitalen Trainers fürs Handgelenk. Total leicht, kaum größer als eine Damenuhr, aber allein die Verpackung wog 10 Kilo. Und die habe ich kaum ins Auto gekriegt, wegen dem Handbuch. Das steht jetzt bei mir zu Hause im Bücherregal neben der Herr der Ringe-Trilogie und nimmt mehr Platz weg. Es ist nicht so spannend, aber dafür sind mehr Bilder drin. Ich kann euch sagen, Mitte nächsten Jahres bin ich locker damit durch und dann fange ich an zu laufen. Ja? Das ist bei mir sowieso so ein Ding, mit Sport anfangen. Also wenn das mal olympisch wird, da bin ich ganz vorne mit dabei. Ehrlich. Ich habe vor 3 Monaten habe ich angefangen, Mountainbike. Kennt ihr Mountainbike? Ist toll, wirklich. Damit kommst du überall durch schwierigstes Gelände und durch die Midlife-Crisis. Ehrlich. Das gibt nur 2 Probleme beim Mountainbike. Erstens, ja, wird dir bei uns in Köln jedes Fahrrad innerhalb von 2 Wochen geklaut. Da kannst du gar nichts machen. Ja? Und mit so einem richtig fetten Panzerschloss dran, sogar innerhalb von 10 Tagen. Das ist so ein
Hinweisschild, Achtung, teuer, bitte klauen. Und zweitens musst du mindestens Physik und Maschinenbau studiert haben, um überhaupt zu kapieren, welches Rad nun zu dir passt. Ja? Ich meine, das fängt ja schon damit an, dass die Rahmengröße in Zoll angegeben wird. Zoll, ich meine, Zentimeter könnte ich ja verstehen. Ja? Bei mir ist das Ganze dann daran gescheitert, dass zwar irgendwann der Rahmen passte, aber dass ich dann gelesen habe, dass der Lenker genau Schulterbreite haben muss. Also musste ich erstmal mit Bodybuilding anfangen. Und als die Schultern endlich passten, war das Rad natürlich schon wieder geklaut. Ja, klar. Logisch. Da lobe ich mir übrigens Kajakfahren. Das habe ich jetzt für mich entdeckt. Kajakfahren ist toll. Wirklich. Das ist schon beim ersten Mal, wenn du versuchst, dir nur mit Kraft deiner Arme das Kajak untertan zu machen, dich völlig verausgabst, an deine Grenzen gehst, 2 Stunden im Kampf mit Wind, Wasser und dem Material. Und dann hast du das Scheißding mal gerade erst vom Auto da runter im Wasser. Scheiße, darf ich nicht sagen, hat meine Frau gesagt. Wenn ich im Fernsehen. Ja. Die macht übrigens Zumba. Kennt ihr Zumba, Mädels? Zumba. Ja, Zumba ist toll, oder? Zumba, das ist toll. Zumba, kennt ihr Zumba? Zumba, das ist so eine Art moderne TV-Aerobic. Ja? Du legst dir einfach eine DVD ein und dann tanzt du dir einfach vorm Fernseher den Speck zu Salsa-Rhythmen einfach weg. Zumba. Zumba ist ein sehr attraktiver Sport und sehr erotisch, wenn du aussiehst wie eine 17-jährige brasilianische Samba-Königin. Das trifft aber grob geschätzt nur auf 1% der weiblichen Bevölkerung zu. Und da reden wir von Brasilien, nicht von Deutschland. Die durchschnittliche germanische Zumba-Gretel, die sieht etwa aus, wie soll ich das erklären? Das ist schwer. Also nehmen Sie Dressurreiten. Ja? Stellen Sie sich den Reiter vor. Grazie, Eleganz, Anmut und darunter dieses schwitzende Pferd. Und jetzt nehmen Sie den Reiter weg. Dankeschön. Ja. Denken Sie mal nach. Ingolf Lück! Ingolf! Hätte doch so viel zu sagen. Ingolf, ja. Vielen, vielen Dank. Wir haben dir in die Nummer reingebölkt. Gut, jetzt auch gerade. Alles super. So, pass auf. Aber wir haben noch was mit dir vor. Das weiß keiner, das weiß auch keiner vom Sender, außer der Mann am Schnittplatz. Und du weißt davon natürlich auch nichts. Wir möchten dich herausfordern. Wir möchten mit dir eine sogenannte Lip-Sync-Challenge machen. Oder wie ich sie nennen würde, Lip-Sync-Challenge. Was ist das denn? Also sozusagen ein Playback-Battle. Also wir spielen einen Song ein und wir tun so, als würden wir ihn singen. Das hast du damals zur Perfektion getrieben bei Formel 1 in den 80ern. Ja, das habe ich schon gemacht. Das ist aber mehr als 30 Jahre her mittlerweile. Also das kann ich gar nicht mehr drauf, glaube ich. Das sieht man dir gar nicht an. Also du musst auch nichts aus den 90ern singen, du kannst auch was aus den 80ern singen. Aus den 80ern? Nehmen wir aus den 80ern, ja, vielleicht mit wahrscheinlich näher. Vielleicht Billy Idol, kennst du noch? Billy Idol kenne ich noch, natürlich. Das war der mit der Lippe, ne? Ja. Genau. Ja, könnte ich machen. Und wir würden vorher so eine kleine andere Nummer machen, so eine Art Tanztheater. Okay, dann. Und du setzt dich ganz gemütlich hin. Super. Und am Ende lassen wir die Leute entscheiden, Billy wer gewinnt. Idol. Ich glaube, du fetzt uns weg. Ich habe keine Chance. Ich glaube auch. Nee, ich glaube, du hast es in den 80ern so krass gemacht und du hast dich eigentlich kaum verändert seit den 80ern. Muss ich dir sagen? Muss ich dir? Also, ja. Okay, mach's ab. Ha ha ha!
Ich glaube, wir haben jetzt schon gewonnen, oder? Nein. Das Tolle ist ja, großartig. Das Tolle ist ja, ich habe früher, ja, wir haben früher auch sowas gemacht, ja. Früher hat das keinen so interessiert, in den heutigen Zeiten, ja, Facebook, YouTube, das wird man euch bis ins Rentenalter, wird man euch das vorwerfen, was ihr gerade gemacht habt. Was soll ich machen? Kommt! Man kann es eh nicht mehr toppen, was ihr da macht. Das glaube ich kaum. Was wollt ihr machen? Los, irgendwas. Das wird so geil. Ein Lied, was ich kenne? Ja. Genau, Billy Idol. Weil ja, ich spiel's, würde ich sagen, spiel's einfach jetzt mal ein. Spiel's an. Rebel Yell. Ich gebe Mats alles. Ab. Ingolf Lück! Vollkommen tot!